Reise durch die Zeit. Erlebe Geschichte neu. Durch Abstergos Erkenntnisse über die genetische Erinnerung ermöglicht dir der Animus, in der Vergangenheit zu spielen. Mit diesem Produkt kannst du die echten Erinnerungen von Aveline de Grandpré nacherleben. Einer Assassinin im 18. Jahrhundert, die zwischen zwei Welten gefangen ist und ihre Bestimmung sucht. Das Gestern gehört dir. Geschichte ist unsere Spielwiese. Animus. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Assassin's Creed Teil. Wir spielen Assassin's Creed Liberation, die HD-Version. Ich weiß nicht, irgendwas. Ich hoffe, dass diese Grafik um uns herum an irgendwas anderem liegt. Denn in den Einstellungen ist alles normal. Schnell gehen. RT drücken zum Rennen, okay? Ich bin gespannt. Wir lassen uns einfach mal überraschen, wie das Ganze weitergeht mit der Grafik. Vielleicht soll das ja so sein. Vielleicht soll es so sein. Ich hoffe es nicht. Aber wir gucken mal. Komm zurück! Hey, das ist mein Huhn. Perfekt wie die Plantagenarbeit, Monsieur. Nehmt diesen. Ein guter Arbeiter, stark und gesund. Ich hab dir gesagt, benimm dich, Kongo. Wie ich bereits erwähnte, Monsieur, der ist stark wie ein Ochse. Er ist gesund und komplett, bis auf die vierten Zehen. Maman? Anscheinend spielt's in dem gleichen Zeitalter wie Black Flag. So sieht das zumindest aus. Was ist das? Ach, das ist die Questmarkierung, oder was? Und das ist seltsam. Dieses Spiel ist verdammt seltsam, Freunde. Ich weiß nicht, was hier passiert. Es ist anscheinend kein Assassin's Creed. Mama! Mama! Wo gehst du hin? Ich gehe erstmal eine Truhe holen. Mama! Ich komme gleich. Hab hier eine Truhe. Ich muss klauen. Ich bin ein kleines, diebisches... Okay. Hier ist nur eine sichtbare Mauer. Ich bin kein kleines, typisches Mädchen. Das werde ich erst später sein. Gut, jetzt müssen wir unsere Mama finden, ja? Ich habe gerade nochmal die Einstellung durchgeguckt. Das ist ganz eigenartig. Mama! 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 Nein. Sorry, ich habe nicht gesehen, dass du weiß bist. Halt! Ich lasse dich verhaften! Warum? Weil ich eine alte Frau angefasst habe? Ich wollte sie nicht töten. Noch nicht. Hä, was? Ergibt dieses Spiel irgendeinen Sinn? B gedrückt halten zu verteidigen, okay. Hä? War das schon immer so? Habe ich da versteckte Klingen gehabt? Nee, also es ist. War das schon immer so alles? Weiß es nicht. War das nicht eine andere Taste? Kontern B. Bin verwirrt. Ich bin sichtlich verwirrt. Ich war noch nie so verwirrt in einem Assassin's Creed Teil. Ah, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Ich glaube, ich bin wieder drin.
Was zum... Hä? Ach, das war ein Traum. Okay, alles ergibt einen Sinn. Es war nur ein Traum. Ma chérie, du hast wieder geschrien. War es der böse Traum? Oui, nur ein Traum. Verzeih, dass ich dich weckte. Sch, ma chérie, sch. Bitte, nicht entschuldigen. Eine Mutter sorgt sich, auch eine Stiefmutter. Vielen Dank, Madeleine. Was ist mit ihrem... Wo sind meine Beine gewesen? Maman. Ich bin Krüppel. Sorgst du dich auch? Hast du mich vergessen? Sorgst du dich um deinen Krüppel, der eine Uhr schweben lassen kann? Dieses Spiel macht mich jetzt schon fertig. Auf jeden Fall ist die Nacht zu schade zum Schlafen. Wieso schweben die Objekte in ihrem Körper? Leckere Kluft. So, wir haben es geschafft. Vorweg möchte ich gerne sagen, dass der Anfang verdammt abschreckend ist für alle neuen Spieler, die Assassin's Creed jemals spielen möchten. Denn Qualität sah aus wie hingerotzt und hingeschissen, die Qualität. Ich hatte echt Angst, dass ich das Projekt abbrechen muss, weil Qualität halt wirklich scheiße ist. Aber gut, gehen wir erstmal runter. Aber jetzt sieht das gut aus, jetzt ist es gut. Jetzt ist alles dufte. Jetzt bin ich glücklich. So, interagieren wir damit. Berichte über eine Plantage von der Sklaven verschwinden. Die Besitzer meldeten ihre Flucht, doch unser Netzwerk findet keine Spur von ihnen. Als Sklaven gekleidet, kannst du das Rätsel vielleicht aus der Nähe begutachten. Ich habe an einer günstigen Stelle eine Umkleidekammer für dich eingerichtet. Von der Spitze der Kathedrale wirst du sie sehen. Okay. Tun wir es einfach mal. Ich weiß nicht, was das mit diesen komischen Wolken auf sich hat. Ich hoffe, das ist das Tutorial. Es ist... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf den ersten Blick muss ich sagen, bisher bin ich noch nicht überzeugt von diesem Spiel. Bin noch nicht überzeugt. Das ist wieder mal ein Assassin's Creed-Teil, den ich noch nie gespielt habe. Was man an meiner Reaktion am Anfang gemerkt hat, dass ich nicht wusste, dass das alles nur qualitätsmäßig ein Traum war. Lassen wir uns einfach überraschen. Wir folgen erstmal den Blubberblasen, weil ich meine, es ist ja logisch, dass man Blubberblasen folgt, wenn man eine Assassine ist. Vielleicht sind die Blubberblasen einfach mein Auftraggeber. Vielleicht soll ich jemanden sein Leben zerplatzen lassen. Ja, das ergibt mehr Sinn. Blubberblasen. Wir sollen da hoch, höchstwahrscheinlich, um die Gegend zu erkunden und dann runter zu springen. Machen wir das einfach mal. Ich muss dazu sagen, es ist halt nicht so ein AAA-Titel von Assassin's Creed, würde ich sagen. Der kam ja einfach nur so beiläufig raus wie: Hey, wir machen ab sofort jetzt nur noch Xbox für Xbox One und PlayStation 4 die Spiele, aber wir scheißen euch da kurz mal ein Xbox 360 und PlayStation 3 Spiel raus. So sah das für mich damals aus. Ubisoft präsentiert ein Spiel von Ubisoft Sofia. Ubisoft Montreal. Und sehr seltsam aussehendes Wasser. Assassin's Creed Liberation HD. Na gut, wir müssen uns doch von diesem Spiel überzeugen lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vom ersten Eindruck haltet. Ich bin noch nicht ganz überzeugt von diesem Titel. Aber wir gucken uns das Ganze mal an. Vielleicht wird er ja noch ganz gut. Hui. Immer sind diese 60 FPS immer noch für mich sehr, sehr ungewohnt. Ich habe sonst mal auf 30 gespielt. Als Assassin gekleidet ist Evelyn am besten für den Kampf gewappnet und kann sogar die Fähigkeiten Serienattentat einsetzen. Die Assassinin ist immer bekannt und wird von Wachen sofort erkannt. Endlich! Dieses Spiel ist der Realität näher gekommen.
Endlich können die Wachen mich erkennen als Assassine. Kein Wunder, ich habe keine Kapuze an. Leute, wieso hat sie keine Kapuze an? Kein Wunder, dass die Wachen sie erkennen. Oh, ich vergaß. Senke den Bekanntheitsgrad der Assassinen, indem du in beliebiger Kleidung korrupte Magistrate bestichst. Die Assassinen kann überall frei klettern. Als Dame gekleidet ist Evelyn schwach im Kampf und hat nur begrenzt Zugriff auf Waffen und Geräte. Die Dame kann Wachen bestechen oder betören. Als Dame steigt Evelyns Bekanntheitsgrad langsamer als in anderer Kleidung. Senke den Bekanntheitsgrad der Dame, indem du in beliebiger Kleidung Zeugen eliminierst. Die Dame kann nicht springen, klettern oder sprinten. Das ist gut, das gefällt mir. Mir gefällt es, dass wir, wenn wir uns umziehen, halt verschiedene Fähigkeiten nur einsetzen können, weil klar, logisch, dieses Kleid ist nicht zum Klettern da, nicht zum Rennen da und auch nicht zum Kämpfen da. Wir immerhin haben ein verstecktes Messer und jede Kleidung von uns hat einen bestimmten Bekanntheitsgrad. Als Sklavin gekleidet ist Evelyn schwach im Kampf und hat nur begrenzt Zugriff auf Waffen und Geräte. Die Sklavin kann in der Menge oder in der Gruppe von Arbeitern untertauchen oder indem sie Kisten trägt. Senke den Bekanntheitsgrad der Sklavin, indem du in beliebiger Kleidung Steckbriefe abreißt. In der Sklavenkleidung kannst du frei herumlaufen. Gut, wir nehmen sie mal. Das gefällt mir wirklich, dass wir uns hier umziehen müssen. Das ist mal was Neues. Die Plantage erwartet eine Lieferung. Die perfekte Tarnung. Versteck dich in einem Wagen und folge dem Karren, um den Ort unbemerkt zu finden. Okay, aber Hauptsache ich kann rennen. War nicht so schnell, kann ich klettern? Kann klettern, aber es ist sehr auffällig, wenn ich... Ich habe es gerade am Ton gehört. War der Ton des Schreckens, den mich die Wachen sonst erkennen könnten. Gut, dann laufen wir halt durch die Straßen, wie eine Sklavin halt so ist. Töten ein paar Leute, wie so eine Sklavin halt ist. Muss meinen Bekanntheitsgrad gar nicht senken, ganz ehrlich. Aber ich kann kein Serienattentat machen. Ah, das ist lustig. Ja, mit Sau aufs Maul. Oh, raffiniert. Noch nicht raffiniert genug für die Sklaven. Okay, Bekanntheitsgrad erhöht. Erfolgreich. Ich wollte es wenigstens mal testen, wie die Sklavin kämpft. Man muss sich ja erstmal mit seinen Fähigkeiten auseinandersetzen, mit den Charakteren, die man hat. Finde ich lustig. Man hat drei verschiedene Charaktere, die man nutzt und die sich gegenseitig quasi Deckung geben. Naja, laufen wir erstmal zur Plantage, jetzt wo wir erkannt werden von jedermann. Hey, du hast doch gerade 50.000 Leute getötet. Nein, ich bin doch einfach nur eine Sklavin. Okay, das war auffällig. Aber niemand hat's gesehen. So. Ich hab dich nicht mal angefasst. Der hat voll die Schwalbe gemacht. Der sollte Fußballstar werden. Ich kann die Hühner nicht töten. Das Spiel ist scheiße. Ich vermute mal, da soll ich mich drin verstecken. Aber uns wird gleich bestimmt eine Stimme sagen, wir sollen uns da verstecken, oder? Nein. Aber die Quest sagt es. Was? Nicht meine Animation, wie wir reingekommen sind? Okay, warum nicht? Wir schnappen uns eine Kiste. Bin ja immer eine Sklavin. Schnappt ihr die Kiste meinetwegen? Ich habe nur gerade ein paar Leute getötet. Lasst mich durch. Oder einer erkennt mich. Rote Zonen auf der Minikarte sind Sperrgebiete. Ja, das ist mir bewusst. Wir laufen trotzdem mal. Plantage infiltrieren. Machen wir. Da hinten sind ja unsere Blubberblasen. Ich vermute mal, wir müssen dahin. Wir laufen auch quer durchs Beet. Das ist nicht auffällig. Das gehört so. Bin dazu da, um durchs Beet zu laufen. Wer bist du? Eine Sklavin. Du kommst an den Wachen vorbei. War immer hier. Wir haben hier schon genug Ärger. Und brauchen nicht mehr. Ich bin Aveline, eine Freundin. Es heißt, Sklaven seien entflohen. Doch keiner hat eine der Zufluchten erreicht. Wir befürchten das Schlimmste. Wenn du Spionin bist, Aveline, wirst du hier keinen Grund für Klagen finden. Meine Brüder verschwanden. Dann meine Tante. Heute meine jüngste Schwester, Therese. Es war keine Flucht, wie du sagst. Es war Raub. Und Therese würde alleine nicht überleben. Ich finde sie.
Wenn jemand über diese Felder gelaufen ist, hat er Spuren hinterlassen. Okay. Wie die Spuren. Klettern wir erstmal aufs Dach, weil es hier unauffällig ist. Und weil wir auch gerade überhaupt gar nicht beobachtet werden. Wir laufen einfach hier hoch. Das stört bestimmt keinen. Eine Sklavin klettert das Dach hoch. Ja, lass sie mal. Das muss sie. Das muss so sein. Oh, Blubberblase, ich komm. Okay. Rollen untersuchen. Mach ich. Hör auf, mir nachzuspionieren, ey. Das finde ich nicht in Ordnung. Schlaf, mein kleiner Schlaf. Jetzt auf zu heulen, ich habe dir gerade das Leben gerettet. Irgendwie. Gut, den kann ich nicht aufhalten. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat. Er muss ein Problem mit Frauen haben. Hat wahrscheinlich schlechte Karten bei Frauen. Ich die nicht hoch, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann ich über Bäume klettern? Ja. Ich hab's immer noch drauf. Ja, fast. Hab keine Angst, Therese. Ich bin kein Feind. Wer war das? Dein Besitzer? No. Sein Sohn. Oh, bitte hilf! Sei stark. Ich werde dich retten. Das wirst du büßen. Wachen, schnell! Wir haben Ratten im Stall! Na gut, wenn ihr wollt. Okay, entwaffnen wir ihn, klauen ihn seine Waffe und töten ihn daraufhin. Au, sie haben mich getroffen. Glaub's nicht. Er meine ich. Bla. Dieser Albtraum! Ich kann einfach nicht mehr! Das ist nun vorüber, Therese. Folge mir. Wir müssen eilen. Okay, sie ist anscheinend zur Besinnung gekommen, wieso auch nicht. Ach, gerüttelt. Habe ich sie jetzt in Sicherheit gebracht? Avelin, meine Tochter, allein in der Dämmerung. Wo warst du nur? Nach dem Albtraum wollte ich Luft schnappen. Liebste Stiefmutter, ich bin erwachsen. Sorge dich nicht um meine Sicherheit. Du unterschätzt die Gefahren dieser Welt. Wenn nicht für dein Leben, dann doch für deinen Ruf. Warum bist du nur so eigen? Ich wünschte, du wärst... Hör zu, Madeleine. Ich benötige deine Hilfe. Und es ist äußerst dringend. Was ist? Als ich fort war, hörte ich markerschütternde Schreie. Ich folgte ihnen und entdeckte eine Frau, eine Sklavin, schwer verwundet. Wo ist sie? Ich schicke Hilfe. Sie wartet in einem Wagen, draußen, auf der Straße. Avelin! Sei nicht böse. Ich wusste, du weißt, was zu tun ist. Ich konnte sie doch nicht einfach krepieren lassen. Oder schlimmer. Oder schlimmer? Du hast sie bereits einer Hetzjagd ausgesetzt, allein durch deine Unbesonnenheit. Nun gut. Ich werde mich nicht abwenden, nicht, dass du mir eine Wahl ließest. Die Haare. Ich sorge dafür, dass die Sache diskret behandelt wird. Oh. Ich sehe einfach aus wie ein Pirat. Eile in der Zwischenzeit in die Stadt und besorge ihr neue Reisekleider. Spute dich, wir haben nicht viel Zeit. Aber ich muss sagen, den Charakter an sich, den mag ich, der gefällt mir. Sieht gefährlich aus, so piratmäßig. Okay, ich bin jetzt gekleidet wie eine Dame. Nur die Fäuste. Wirbel aufs Maul, hä? Ich mach euch alle platt. Kommt her. Oh ja, oh ja, oh ja. Und das brutale Vibe. Aber mir gefällt das, wie sie gekleidet ist und so. Ich meine, man sieht es an ihrem Gesicht an, dass sie ziemlich krass drauf ist, aber naja. Mademoiselle. Huch. Das war ich nicht. So, Bekanntheitsgrad ist gesunken. Nur unsere Assassinin wird noch erkannt. Vielleicht finden wir dafür noch irgendwas. Mal gucken. Lassen wir uns nur überraschen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass wir so langsam sind mit der Ollen hier. Ich meine, gut, mit dem Kleid würde ich auch nicht schnell laufen können.
Ich würde dieses Kleid nicht mal anziehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Huch! Reisekleider. Okay. Leicht verwirrend. Wieso kaufe ich jetzt für Sie Reisekleider? Ich weiß, dass es unsere Quest ist, aber ich will auch Kleider haben. Ich bin eine Frau. Sie muss mir Kleider kaufen. Das ist so eine Art Sucht. Ich glaube, ich war beim Arzt. Der hat mir das bestätigt, dass ich eine Kleidersucht habe. Muss ich nie wieder arbeiten. Es sei denn, ich kann da Kleider anfassen. Und dran riechen. So, wir sind wieder zu Hause. Abelin, verspätet zum Essen und wieder Aschfahl. Ich fürchte, du ruhst nicht genug. Oh, Papa. Ich komme zur Ruhe, wenn ich alt und grau bin. Wenn du so weitermachst, ist es bald soweit. Ah, ich fürchte, du schlägst mehr nach deinem Vater, als es einer Dame geziemt. Ein Apfel vom selben Baum. Übrigens, Monsieur Blanc erbittet deine Hilfe beim Lagerhaus. Ich vermute, dass er Arbeit für dich hat. Ist das alles, was er zu bieten hat? Ich dachte, bei so viel Aufmerksamkeit hielte er um deine Hand an. Wie auch immer. Es ist die Arbeit, die mich interessiert. Philipp. Oh, meine Güte. Bei diesem interessanten Gespräch habe ich doch gänzlich die Zeit vergessen. Wenn ihr mich entschuldigt. Das ist doch der Hutmacher, oder? Guten Tag, Papa. So, er ist fort. Und ich sage dir, Aveline, ich habe mich um alles gekümmert. Deine Freundin ist nun sicher. Hast du noch mehr derlei Probleme? Zögere nicht, zu mir zu kommen. Ja, deine Haare sind hundertprozentig falsch. Das sehe ich doch am Ansatz. Okay, chillige Musik. Animus Erinnerungsnotizen. Nach dem Verschwinden ihrer Mutter wurde Evelyn von Madeleine Le Lisel großgezogen. Der Bund zwischen den beiden Frauen wuchs, als sie bemerkten, dass sie ähnliche Ansichten zur Sklaverei teilten. Ja, der Ladebildschirm sieht cool aus. Hinter will ich zurück. Jetzt erstmal zum Ladebildschirm, ich bin krank. Schon zweimal diesen Monat. Das Geschäft ist bereits schwer genug, ohne dass Lieferungen verschwinden. Eure Verärgerung ist nur verständlich, Monsieur. An eurer Stelle würde ich eine Untersuchung verlangen. Bitte lasst mich nachforschen. Ich spreche umgehend mit Monsieur de Saint-Maxon. Herzlichen Dank, Monsieur Blanc. Immerhin weiß ich, dass ich mich stets auf euch verlassen kann. Die Haare meiner Eltern, ey, Alter. Sind die peinlich. Ich wette, mein Vater mag kein Weihnachten. Und man nannte ihn Scrooge. Jetzt soll ich den verfolgen? Okay. Habe ich den Sinn verpasst? Ich bin gekleidet wie so eine stinknormale Frau. So kann ich hier doch rumlaufen. Weiß nicht, willst du heute noch weitergehen? Wäre das eine Option für dich? Ja, komm, gehen wir ein bisschen schneller. So aufregend. Kann die Spannung förmlich spüren. Ach nee, das ist einfach nur mal die öde Landschaft hier. Ich weiß nicht, irgendwie. Hör auf mich anzugucken, ich bin eine Frau. Das gezieht sich nicht in unserem Zeitalter. Glaube ich. Jetzt hör auf, dich umzudrehen! Das ist doch nicht dein scheiß Ernst! Hast du es jetzt langsam oder was? Jetzt warten wir, bis er um die Ecke geht. Das reicht mir. Lol. Einfach lol. Bursche, die Fracht wurde von diesem Schiff gestohlen. Ich kann sie ebenso wenig wieder beschaffen wie du. Ja, Monsieur, das ist sehr beunruhigend. Ich
Nun, wozu würdet ihr denn raten? Ich weiß nur eins. Der Kerl war so dreist, sich zu kleiden wie ich und meine Unterschrift zu fälschen. Ist das vorstellbar? Nein, Monsieur. Vorstellungskraft war nie meine starke Seite. Wenn es keine Umstände macht, kann ich eure Bücher sehen? Meine Bücher? Da frag mal lieber den Kapitän. Ist die Crew bestechlich, ist der Kapitän nicht weniger korrupt. Ja. Also wer 1 und 1 zusammenzählen kann, der wird immer noch nicht verstehen, was hier abgeht. Schmuggel ich jetzt die Frau aufs Schiff, oder? Was mache ich jetzt genau hier? Hier habe ich Geld für euch. Kriegst auch ein Küsschen. Ich werde auf euch trinken. Seid ihr der Kapitän dieses Schiffes? Sie. Kapitän Carlos Dominguez. Zu euren Diensten. Den Kapitän betören. Hallo. Komm mit. Kann ich euch unter vier Augen sprechen, Kapitän? Wer bin ich, so ein reizendes Wesen abzuweisen? Kommt. Das macht bestimmt meine hübsche Halskette. Aber wie soll ich nach oben gehen? Ich dachte, wir gehen in ein stilles Kämmerchen. Und da verprügel ich dich. Aus, ich weiß noch nicht mal, welchen Gründen. Wärt ihr so freundlich, mir zu verraten, was mit der Fracht von Monsieur de Saint-Maxon geschah? Warum wollt ihr das wissen? Ach. Sorgt euch nicht, mein Engel. Die Fracht hat ihren vorgesehenen Empfänger längst erreicht. Lasst mich euch einschenken und behauptet nicht, dass dies nicht der beste Madeira ist, der je über eure himmlischen Lippen kam. Wenn ihr darauf besteht, Kapitän? Oh ja. Ihr findet keinen besseren Wein in der ganzen neuen Welt. Ich bin entzückt. Wahrlich. Und ich bin weg. Okay, wir passen also auf unseren Vater auf. In zwei Lagerhäuser. Niemanden töten. Das habe ich bisher geschafft. Ja, das war einfach. Direkt in die nächste Quest. Halt, Moment. Wir sind mit der Zeit over. Das Spiel macht einfach zu viel Spaß. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann werden wir das Geheimnis lüften, warum wir immer noch in diesen komischen grünen Klamotten rumlaufen und nicht in schöneren. Verdammt. Haut rein. Falls euch die Folge gefallen hat, natürlich ein Like. Wäre cool.